Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für die von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Antonia. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für die, die mich bereits kennen, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal wieder mit einer neuen Inseltour hier in Animal Crossing. Und heute besuchen wir eine Insel, die Raspberry heißt. Es ist eine super kleine, gemütliche Stadt bzw. Dorf, die um einen See herum liegt. Sie ist einfach super cozy, super gemütlich und dann wollen wir uns direkt die Karte anschauen. Wenn euch das Video gefallen sollte, freue ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben sowie ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Genau, hier sehen wir die Map von Raspberry schon mal und ich sehe super interessantes und cooles Terraforming, auf das ich mich selbstverständlich freue. Und unten habt ihr auch schon einmal die Schlummeranschrift. Die wird aber so wie immer, genauso wie Social Media des Creators oder der Creatorin, unten für euch verlinkt sein. Und dann wollen wir auch direkt starten. Und ich finde, direkt zu Beginn hat man schon diese super cozy, gemütlichen Vibes. Weil ich glaube, die Uhrzeit wurde auf frühmorgens eingestellt. Wir haben den Sonnenaufgang oder vielleicht auch den Sonnenuntergang. Und es passt einfach perfekt zu der Insel. Und ja, jetzt schauen wir uns das direkt auch mal genauer an. Das ist das, was ich meinte. Wir haben Häuser und süße Sitzplätze etc. um mehrere kleine Seen verteilt. Und es sieht einfach wunderschön aus, wie ich finde. Ich liebe das Design auf dem Boden, dieser angedeutete Steg, den haben wir auch überall, glaube ich. Und hier auch wieder eine super gemütliche Sitzecke mit den Büchern. Und ja, hier haben wir einen etwas natürlicheren Bereich. Und ich finde die Insel einfach super, super gemütlich und so schön. Sie ist erst vor kurzem rausgekommen. Und ich glaube, ich bin mit die erste Person, die hiervon eine Inseltour macht. Und den Instagram-Post dazu werde ich selbstverständlich auch nochmal unten teilen. Und hier haben wir so einen süßen Sitzplatz auf dem Strand. Und eine kleine Erdbeerplantage. Und sonst ist der Strand recht schlicht gehalten, aber ich finde ihn wirklich trotzdem super, super cool. Hier haben wir auch wieder so einen angedeuteten Steg, dieses Mal in Weiß. Und eine Picknickdecke und eine kleine Leseecke, wirklich sehr, sehr schön. Und dann laufen wir erstmal wieder zurück. Genau, und von dem Steg dort rechts sind wir gekommen. Und hier haben wir auch schon eine der CreatorInnen. Und sie hat gesagt, dass wir halten sollen bei den Shops. Ich bin mir bis heute hin nicht ganz sicher, was sie damit meinte. Genau, aber wir laufen jetzt einfach mal weiter über die Insel, schauen uns das Ganze an. Und hier das Haus ist wirklich super, super süß gestaltet. Und ich finde die Idee einfach so cool, die Häuser rund um den See zu gestalten. Und hier haben wir auch eine erste Inneneinrichtung. Ich habe gedacht, dass sie das vielleicht mit Shops meinte, dass die Häuser der Bewohner wie Shops eingerichtet wurden. Das ist aber nicht der Fall. Wir werden aber trotzdem noch in weitere Häuser reinschauen gleich. Jetzt gehen wir hier erstmal nach oben. Ich liebe auch, dass super viele Tannenbäume hier gewählt wurden. Passt irgendwie perfekt zu der Insel und zu dem Motto. Hier haben wir nochmal so eine super gemütliche Sitzecke. Ich finde das so schön mit diesem Blick von hier oben aus auf das riesige Haus dort unten. Sieht einfach so gemütlich aus mit dem Sonnenuntergang oder Aufgang. Und das
der Kamin qualmt, beziehungsweise der Schornstein von dem Haus im Hintergrund. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr schönes Terraforming. Finde ich super cool, dass dieser See seinen Ursprung hat mit dem Wasserfall. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir auch ein weiteres Haus. Auch hier wieder super süß gestaltet. Mit dem Western-Tisch, glaube ich, ist das. Mit der Lichterkette im Hintergrund. Und auch hier schauen wir jetzt erstmal in das Haus rein. Und wir haben hier so ein Haus in so einem Blockhütten-Style eingerichtet. Und es passt einfach perfekt zur Insel. Auch das Haus super gemütlich, richtig schön. Besonders die Küche gefällt mir gut. Und hier hinten haben wir ein Kinderzimmer, das ich finde auch richtig gemütlich gestaltet wurde. Ich liebe die Tapete mit den Fenstern im Hintergrund. Und allgemein alle Items hier, auch das Outfit, was dort hängt, finde ich super süß. Genau, und jetzt schauen wir noch in die anderen Räume rein. Und hier drüben auf der linken Seite haben wir dann das Badezimmer. Auch hier mag ich sehr die Tapete und es passt auch perfekt zu dem Boden. Sehr schön gestaltet und eingerichtet. Der Keller ist hier mal was ganz Neues. Das habe ich persönlich noch nie gesehen. So eine kleine Werkstatt-Rumpelkammer, sage ich mal, finde ich persönlich super, super cool. Auch nur mit dieser einen Beleuchtung, das passt so gut. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee, wenn man nicht mehr weiß, wie man seinen Keller gestalten könnte. Finde ich das echt perfekt. Genau, und dann haben wir auch noch die obere Etage. Und die ist so ein Mix aus Schlafzimmer, Wohnzimmer und auch wieder Badezimmer. Und ich finde super schön die Blautöne, für die sich hier entschieden wurde. Passt auch so schön mit der Wand und dem Boden. So das Braun mit dem Blau. Und es ist auch hier wieder einfach so super gemütlich, so ein bisschen Farm-Style. Und passt einfach perfekt zu der Insel. Und dann gehen wir ganz langsam weiter. Dann haben wir hier auch schon direkt dann das nächste Haus. Und hier kommen wir wieder auf dem Strand. Und haben hier mehrere Zelte stehen, das Lagerfeuer, drumherum mit den Sitzplätzen und der Gitarre. So ein richtig süßes Klischee, aber finde ich wirklich sehr, sehr schön. Halt allgemein so ein Campingbereich hier. Und oben ist dann auch noch der richtige Campingplatz, beziehungsweise der offizielle. Finde ich wirklich sehr, sehr süß. Und jetzt auch hier mit der Hängebrücke vor dem Zelt, finde ich sehr schön und es passt einfach perfekt. In dem Haus brennt leider kein Licht, dementsprechend können wir nicht reingehen. Sehr schade, ich hätte mich sehr gefreut, aber auch von außen wieder super cool gestaltet. Gerade mit dem Boot dort finde ich sehr, sehr schön. Und hier haben wir auch wieder ein Boot neben dem Haus. Und ich liebe das mit dem Wasserfall dazwischen, mit der Hängebrücke darüber. Ich finde es einfach unfassbar kreativ, diese Insel. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde persönlich, vielleicht kommt das nur mir so vor, aber ich habe dieses Thema, sage ich mal, noch nicht so oft gesehen. Es gibt irgendwie mal so Themen, die tauchen immer und immer wieder auf.
aber ich habe bis jetzt noch keine Insel gesehen, die so ein bisschen Wald angehaucht ist, so ein süßes kleines Wäldchen bzw. Dorf um den See herum, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und auch einfach allgemein dann auch eine coole Inspiration, vielleicht für die eigene Insel oder die nächste, die man gestaltet. Und hier haben wir so einen kleinen süßen Farming-Bereich. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, sehr niedlich. Hier haben wir auch noch mal einen kleinen Picknickbereich wieder mit einer kleinen Leseecke. Auch eine coole Aussicht von hier oben. Und hier haben wir jetzt so einen Bereich, der langsam anfängt, mehr zu einer Kleinstadt zu werden. Ich liebe das Design von der Straße auf dem Boden und ich finde es sehr cool, dass wir wirklich diesen Mix hatten aus einem total natürlichen Bereich jetzt hin so zu einer Kleinstadt in Anführungszeichen. Und hier haben wir nochmal so eine süße Stelle am Wasser, wieder mit einem Schaukelstuhl, wieder mit Kuchen und so weiter, Picknickdecken, Bücherstapel, einer Kerze. Einfach perfekt, richtig gemütlich, super cozy. Und dann geht da auch noch ein Weg nach oben. Und es ist so, als ob man sich jetzt auf dem Dach befinden würde. Finde ich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Finde ich wirklich sehr schön. Auch von hier aus wieder eine super coole Aussicht. Und es passt einfach perfekt mit der Tageszeit, die gewählt wurde. Hatte ich schon gesagt, aber ich finde es wirklich super, super schön. Ich glaube echt, das ist so der Sonnenaufgang. Ich finde, das ist super gewählt, gerade für diese Insel. Und dann gehen wir jetzt erstmal weiter, wieder in diesen städtischen Bereich. Und hier haben wir wieder ein weiteres Haus von einem Bewohner. Genau, und von da aus wären wir gerade nur wieder zurück auf das Rathausplatz gekommen. Auch die Flagge war halt eine Raspberry, also eine Himbeere, finde ich wirklich sehr schön. So ein kleiner versteckter Bereich, so eine kleine Sitzecke, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Mit den Westernfassaden dort im Hintergrund zwischen den beiden Häusern. Und ich bereue es im Nachhinein wirklich sehr. Die Aufnahme habe ich schon vor einer Weile gemacht. Meine Stimme nehme ich jetzt gerade separat auf, ein paar Tage später. Und ich glaube, die beiden Häuser, die man eben gesehen hat, wo jeweils das Licht drin an war, dass das die beiden Shops gewesen wären, die gemeint waren am Anfang. Denn bei beiden war eben gerade so eine Menütafel oder ähnliches draußen. Ich bin leider nicht reingegangen. Ja, aber ich glaube, das wäre das gewesen, was gemeint war. Also ich bin mir sicher, da wären einfach kleine Cafés drin gewesen. Aber wir gucken jetzt erstmal draußen weiter. Und hier haben wir auch so einen süßen versteckten Bereich, auch wieder mit der Hängebrücke. Super schönes Terraforming mit den beiden Wasserfällen.
Und dann auch das Design von dem Haus finde ich wirklich sehr, sehr cool. Gerade irgendwie diese Hausform, die dort spezifisch gewählt wurde, die haben wir auch schon öfter gesehen auf der Insel. Die passt irgendwie perfekt zu so einem Haus am See, dieses Blockhütten-Style-artige. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und hier haben wir nochmal so einen süßen kleinen Picknickbereich am Strand und dort mit dem Leuchtturm im Hintergrund. Wirklich sehr, sehr schön. Und hier vorne haben wir jetzt die Schneiderei. Sehr schlicht gestaltet drumherum mit einer Nähmaschine, die dort steht. Aber ich liebe die Designs auf dem Boden, auch hier wieder. Und so einem kleinen Park mitten in der Stadt in Anführungszeichen. Auch so ein paar Stände dort eben mit Brezeln, hier jetzt mit ein paar Blümchen. Und hier wären Geschenke gewesen. Leider, leider bin ich nicht zuerst hier lang gegangen, aber falls ihr demnächst mal die Insel besuchen wollt, liegen dort Geschenke für euch vor dem Rathausplatz. Also geht ruhig erstmal dorthin, bevor ihr die ganze Insel erkundet. Und hier auch wieder wie vorhin, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Habe ich bis jetzt so noch nie gesehen. So ein angedeutetes Dach, dass man sozusagen auf das Hinterdach von Luke's Laden dort geht, finde ich echt sehr, sehr cool. Und hier haben wir so einen kleinen Pool. Finde ich auch sehr schön. Passt für mich persönlich irgendwie nicht so zu dem Motto der Insel, aber trotzdem sehr schön gestaltet, super cool. Hier auch nochmal so ein kleiner Park, auch wieder mit einer Gitarre und Picknickdecken. Genau, und hier haben wir nochmal einen Nux-Laden von vorne. Wie gesagt, das finde ich echt eine geile Idee, habe ich bis jetzt noch nie gesehen, dass man dahinter dann so ein Dach baut, sozusagen in der passenden Farbe zu dem Geschäft oder zu der Westernfassade wie vorhin. Dass man dann so hinten auf das Dach gehen kann. Ja, und hier haben wir das Museum. Und ich finde wirklich sehr, sehr cool, dass das nicht weiter ausgebaut wurde, sondern immer noch so ein Zelt ist wie zu Beginn. Weil das passt echt perfekt zu der Insel. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ein kleiner Angelplatz. Und sonst ist der Strand recht schlicht gestaltet, aber ich finde ihn wirklich super, super schön. Für die, die mich schon kennen oder meine Insel auch schon gesehen haben, die wissen, dass ich selbst meine Strände auch super schlicht gestalte. Deswegen finde ich das gerade immer super schön. Genau, und hier vorne haben wir auch noch mal einen Strand, den wir noch nicht gesehen haben. Auch wieder mit diesen angedeuteten Stegen und den Booten. Einfach super cool, super schön. Es passt zu dem Thema. Und hier haben wir noch das letzte Haus von einem Bewohner, das wir noch nicht gesehen haben. Und auch wieder so schön, dass es halt da wieder am See ist, direkt. Ja, und damit war es das mit dieser Inseltour und diesem Video für heute. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo, um nichts weiteres von mir zu verpassen. Und damit würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!